Hey ho Freunde, willkommen zu einer neuen Tour, zu einem neuen Video. Ich nehme euch wieder mit. Momentan bin ich hier auf Stück vom Clemens Ruhrweg unterwegs. Den werde ich aber glaube ich nicht zu Ende gehen. Da werde ich vorher abbiegen, bevor das Ende erreicht ist. Dann schaue ich heute mal, wo mich meine Füße so hintragen. Im Moment, ja, scheint noch die Sonne so ein bisschen. Laut Wetter-App soll das heute stark bewölkt sein. Also vor mir sieht der Himmel auch schon ziemlich bewölkt aus. Ja, muss ich mal schauen, was es heute so gibt. Ob ich einen nassen Hintern kriege oder nicht. Ich hoffe es ja nicht. Angesagt ist der Regen jedenfalls nicht. Jedenfalls tagsüber nicht. Soll erst heute Nacht regnen. Bin gespannt, was das hier gibt. Und ihr könnt dabei sein, wenn ihr möchtet. Manometer, Peter. Steht das Wasser aber auch, du. Meine Güte. Und ich werde schon in Empfang genommen. Herr Hofhund. Ob du mich nur durchlässt oder mich auffrisst, das seht ihr hier im Video.
mein Mittagsmahl, meine 5-Minuten-Terrine ohne euch gegessen. Weil ihr wisst alle, wie man ja, einen Löffel benutzt, wie man sich in den Mund schiebt. Und wenn ihr das nicht wisst, dann guckt euch meine älteren Videos an. Da habe ich euch das gezeigt. Aber ich denke, ihr wisst alle, wie das geht. Ihr seid ja alle erwachsen. Deswegen habe ich euch das heute mal nicht gezeigt. Und es ist wieder echt schön, hier zu sitzen, hier zu sein. Ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr hier. Und es war mir mal wieder ein Bedürfnis, hier hinzukommen. Heute passt das Wetter auch einigermaßen. Es ist doch ja mehr Sonne zu sehen als angesagt von der Wetter-App. Von daher geht das noch. Es ist halt ein bisschen windig. Bisschen kühler als gestern. Ich glaube, wir haben jetzt so 6 bis 8 Grad. Es geht so gerade eben noch auszuhalten. Naja, jetzt bin ich auf jeden Fall hier. War teilweise gar nicht so einfach hier hinzukommen. Die Wege, die ich gegangen bin. Die meisten sind ja asphaltiert, aber mir ist dann doch Stück durch den Wald gegangen, durch den Waldweg, über den Waldweg. Da war noch ganz schön matschig. Heidewitzka. Naja, man bleibt ja auch nicht aus, rechnet ja andauernd. Und mittlerweile habe ich dann gesehen, dieser eine Waldweg, den ich da gegangen bin, der zwar auch schon matschig war, aber der war wenigstens noch einigermaßen begehbar. Die anderen Ecken da in dem Wald, so. Sobald du den Weg verlässt, sinkst du da ein, bis zum Knöchel. So matschig ist das mittlerweile und so aufgeweicht. Ja, da habe ich auch einige umgestürzte Bäume gesehen im Wald. Konnte ich Gott sei Dank so dran vorbei kutschieren, herumkurven. Da war das nicht ganz so schlimm, aber ist schon nicht ohne im Moment. Wo es jetzt im Moment gar nicht so windig ist, aber es ist halt super nass und super aufgeweicht überall, der Boden. Und wenn da wirklich ja, die pure Matsche quasi auf dem Waldboden liegt und das Wasser da rumsteht, dann kann man sich ja ausrechnen, wie fest das Ganze da noch ist. Deswegen, Besuche im Wald kann ich in den nächsten paar Wochen, wenn nicht sogar Monaten, ja, noch verkneifen. Selbst wenn da mir kein Baum auf den Kopf fällt, ich komme da raus wie ein Wildschwein und sehe aus, als hätte ich mich gesohlt. So unwegsam und unbegehbar ist das im Moment in den Wäldern. Ja, ist bei euch wahrscheinlich nicht anders. Erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. 3 Minuten 14 habe ich jetzt gelabert. Müsste ich mal die Kamera ausschalten, sonst wird das Video zu lang. So, ich werde jetzt hier noch so ein bisschen rumsitzen, rumgammeln. Ja, und dann werde ich einpacken und mich auf den Rückweg machen. Diesmal werde ich einen anderen Weg wählen, wahrscheinlich so an der Landstraße entlang. Da ist nicht so matschig. Wenn ich den Weg nicht gekommen bin, gehe ich jetzt mit Sicherheit nicht nochmal zurück. Weil dann müsste ich ja wieder durch den Wald und das mache ich mal nicht. Dann würde ich sagen, dann ist das hier zu Ende, weil an der Landstraße, da brauche ich nicht filmen. Da gibt es nichts zu sehen. Nur Autolärm. Das ist dann auch blöd. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Wenn euch das gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen hoch, Abo und so weiter. Das wäre schon ganz fein. Ansonsten bleibt mir treu. Dark Side over and out.